Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Raven. Wir sind immer noch hier unten im gefangenen Keller. Der Constable wollte uns die Lampe nicht geben. Und ich habe in der Pause so ein bisschen hin und her probiert, bis sich das Spiel einfach mal wieder aufgehangen hat. Das passiert ja auch immer noch ab und zu mal. Ich dachte, die hatten da einen Patch drüber gezogen, aber naja gut, wahrscheinlich nicht über die Season 2, aber wurscht. Jedenfalls hat er natürlich dann nicht gespeichert und wir sind jetzt hier wieder an einem Punkt angekommen. Wir haben hinten noch nicht alles erkundet und hinten diesen Spalt haben wir auch noch nicht aufgemacht und sind auch noch nicht rausgekommen. Und ich muss jetzt mal oben mit Robert schnackeln, weil er irgendwie gerade wieder hier, ich wollte eigentlich bis zu dem Punkt weiterspielen, wo wir quasi gewesen sind. Aber irgendwie ist er jetzt wieder zurückgetappelt und hat gesagt, oh, ich brauche unbedingt die Lampe jetzt. Und jetzt sind wir quasi wieder in diesem verhängnisvollen Chat hier mit, also Talk mit diesem Constabler und wir versuchen es einfach mal direkt. Und ich habe natürlich dann auch gestern noch rumprobiert und es hatte dann funktioniert. Der Rabe entkommt, muss ich drücken. In eine Sackgasse? Mit jeder Minute, die wir verstreichen lassen, wird die Spur des Raben kälter. Aber überstürzen sollten wir auch nichts. Wir sind allein und der Rabe ist gefährlich. So sieht es aus, aber Legrand würde jetzt handeln. Was würde Nicolas Legrand in einer solchen Situation tun? Würde er auf Verstärkung warten und Däumchen drehen oder würde er handeln? Oh Mann. Robert, es ist Zeit, als allen zu zeigen. Robert, das ist unser Augenblick. Zeit, es allen zu zeigen. Wenn die anderen hier ankommen, haben wir uns nicht nur in den Keller vorgewagt, nein. Wir haben auch schon den Fluchtweg gefunden und geöffnet. Was denken Sie, wie das im Polizeibericht klingen wird? Konstabler Oliver und Wachtmeister Zellner legten mit Kompetenz und Einsatzbereitschaft die Basis für die Ergreifung des Raben. Okay, wir machen es so. Ich gebe Ihnen die Lampe und Sie öffnen die Tür. Dann bewachen wir die Tür und warten auf Verstärkung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Fangen Sie. Yes! Beeilen Sie sich. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich ohne Licht mitten zwischen Mumien stehe. Plopp. Da ist sie. Die Lampe. Schon besser. Sehr gut. Und dann können wir mal nach hier hinten. Haben wir endlich ein bisschen Licht. Warum lässt er die da liegen und nimmt sie nicht mit? Das verstehe ich nicht. Benutze den Mechanismus. Wir gucken mal schnell hier die Klappe an. Damit wir die wenigstens noch hier jetzt für unseren Spielstand geöffnet haben, muss man anscheinend gar nicht öffnen. Gucke an. Was ist das? Hey, gehen Sie nicht so weit weg. Nein. Interessant. Auf die. Das hatten wir ja schon. Öffne die Klappe. Dann machen wir ja die Tür auf. Ich sehe nichts. Ich bin die sprechende Statue. Besonders gerne. Damit wäre Guckle. So, ich mach mal hier ein bisschen. Ich kürze mal ab, ne? Weil das hatten wir ja gestern alles schon. Das müssen wir nicht alles normal hören. Jawohl, damit haben wir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Diesen Weg kann der Rabe nicht genommen haben. Ja, genau, weil der Riegel nicht. Ich habe den Lichtschalter Sehr gut, kritzel, kritzel. Und wir gucken mal hier hinten. Wir benutzen jetzt mal den Mechanismus. Ach, du Scheiße. Was ist denn das? Das ist interessant. Vier Scheiben. Ein extravagantes Kombinationsschloss. Wären es lateinische Zeichen und nur eine andere Sprache, könnte ich die Bedeutung vielleicht erahnen. Aber bei arabischen Schriftzeichen habe ich keine Chance. Ich schreibe sie in mein Notizbuch. Es könnte sich um einen Hinweis handeln, wie die Tür geöffnet werden kann. Mhm. Benutze. Ich, Ach, du Scheiße. Ich würde einfach mal sagen, okay. Wir machen das. Hä? Ach so. Boah. Ideen vor. Ich würde fast sagen, hier die gleichen übereinander oder so. Aber das geht ja irgendwie nicht. Okay. Wir machen mal mit das, was also das Zeichen, was über diesem Knubbel ist. Das heißt, hier über dem Knubbel ist das. Über dem Knubbel ist das und so weiter. Und über dem Knubbel ist hier der Schwan, den es hier nicht gibt. Okay. Dann müssen wir hier schon mal einen weitermachen. Flupp. Damit wir den da hinkriegen.
Okay. Jetzt haben wir... den. Ich habe keinen Plan. Boy. Raus. Der hat sich ja notiert. Vielleicht muss ich da jetzt noch gar nichts einstellen. Wir reden nochmal mit dem Konstabler. Wenn wir denn dürfen und können. Lu? Konstabler Oliver hat das Herz am rechten Fleck. Aber ich könnte mir fähigere Begleiter vorstellen. Alles klar, Robert? Oder haben die Mumien sie schon erwischt? Okay. Gut. Dann gehen wir mal raus. Vielleicht kann sich ja der Direktor ein bisschen helfen bei diesen Hieroglyphen, weil der kommt ja von hier und der wird sich ja da auskennen. Also unterstelle ich jetzt einfach mal. Na, gehst du hoch? Boah, jetzt hat er schon wieder diesen Soundbug. Ich habe einen anderen Ausgang gefunden. Weg. Der Rabe hat ein Loch in den Boden der Schatzkammer gesprengt. Unter ihr befindet sich ein verborgener Keller. Es sieht nicht gut aus. Nichts. Achso, wir haben... Direktor Mokta? Ich glaube nicht, dass die Polizei schon eingetroffen ist. Wir dürfen dem Raben keinen Fluchtweg bieten. Vielleicht nicht. Ich habe eine Spur. Sehr wohl, Herr Direktor. Na, ganz toll. Arabische Schriftzeichen, sehr gut. Entziffer mal. Ich habe diese arabischen Schriftzeichen entdeckt. Was bedeuten sie? Und das bedeutet? Es ist wichtig. Haben die vier bestimmte Symbole? Söhne des Horus, Gefäße und Gedärme. Verstanden. Es wird alles gut. Alles klar. Ich vermute, dass er drin ist. In der Schatzkammer. Ja, kannst du... Ja, du kannst halten, wie du willst. Aufhalten kann ich dich nicht. Nicht aufhalten. Jemand hat ihr halbes Museum in Schutt und Asche gelegt. Ich bin die beste Chance, dass diesem jemand das Handwerk gelegt wird. Du Vogel, ey. Na, pack mal deinen Kopf weiter in den Schoß. Wir gucken weiter, dass wir hier zu Rande kommen. Wir sollen in die große Halle. Und da finden wir dann eine Lösung. Hier vielleicht, da so? Ach nee, hier bei den Kanopen. Die gucken wir uns mal genauer an. Ah, diese Bugs in diesem Game, ja, das ist unglaublich. Eigentlich... Das müssen die Kanopen sein, von denen der Direktor gesprochen hat. Ein Gefäß für jeden der vier Söhne des Horus. Hier haben wir Duamutef Magen. Schakal. Warte mal. Schakal Magen. Hm?
Hier haben wir Duamutef Magen. Okay. Menschförmige Gefäß. Auf dem Schild steht Amset Leber. Mensch und Leber, ist ja klar. So, was ist das? Falkenförmige Gefäß. Gebersenuef, Gedärme. Ach du Gott. Gedärme. Okay. Und hier ist doch noch irgendwo. Hallo? Menschförmige, schakalförmige. Betracht die Tafel? Was für eine Tafel? Die vier Horus-Söhne, auch Horus-Kinder, Amset, Hapi, Duamutef und Gebersunef sind Kinder des Gottes Horus, dem Älteren, und der Göttin Isis. Sie sind vorwiegend Schutzgötter der Kanopen, in denen bei der Mumifizierung im alten Ägypten die Eingeweide separat beigesetzt wurden. Als Sterngötter sind sie den vier Himmelsrichtungen zugeordnet. Und so befanden sich zur Zeit des Mittleren Reiches ihre Namen an den vier Ecken von Särgen. Aha, vier Söhne, vier Himmelsrichtungen. Ach du Schande. Was haben wir denn noch? Schakal, menschförmig. Ja, eins fehlt da noch. Hier. Hallo? Geh in den Geheimkeller? Wo ist denn bitte schön der vierte? Hallo? Der vierte Schakal, menschförmig. Ja, der vierte ist dann das andere. Warte mal kurz. Habe ich mir aufgekritzelt. Notizen. Ach du Schande. Geheimnis. Rückkehr des Rahmen. Keller betreten. Ich muss herausfinden, in der Geheimnis, bevor die. Was bedeutet der Satz an der Geheimtür? Die Söhne des Horus. Mensch, Pavian, Schakal und Falke. Hinweis. Huch. Ja, das haben wir schon. Hinweis. Quest 04. Alles klar. Wieder ein Bug. Gibt es da bloß menschförmig, schakalförmig und hier der Falke ist auch schon wieder weg. Hier haben wir. Hier haben wir. Ist natürlich jetzt die Frage: vier Söhne, vier Himmels. Ah! Sarkophag. Deswegen konnte man den Sarkophag betrachten. Vier Söhne, vier Himmelsrichtungen. Das Museum hat immer noch viel zu bieten, trotz all der sinnlosen Zerstörung in der Schatzkammer. Das Museum. Jesus Maria. Okay. Darum fehlt eine Ecke übrigens. Geheimkeller will ich nicht. Schakale, Mensch, für mich kann ich immer angucken, aber die anderen beiden nicht. Jesus Maria. Ey. Irgendwie kommt das Spiel so ein bisschen unfertig rüber. Also, ob die Entwickler dann zum Schluss mal wie gezockt haben? Sind Sie das? Nein. Hier spricht der Rabe. Haben Sie einen Ausgang so gefunden? Nein, ich bin noch auf der Suche. Der Keller ist ziemlich groß. In Ordnung. Gehen Sie nur nicht zu weit weg. Gehen wir hier rüber und wir gucken mal, ob wir am Mechanismus irgendwie mal drütteln können. Die Frage ist natürlich. Das ist ein Mensch, das ist ein Schakal. Was sieht denn hier aus wie ein Pavian? Das hier ein Pavian, wa? Falke? Nee, das ist der Mensch. Norden, Süden, Osten, Westen. Hier sind überall Falken im Hintergrund.
Puh. Knifflig, aber das werden wir morgen lösen. Hoffe ich doch. Also gehe ich mal ganz davon aus. Wir sind eben schon wieder beim Ende des Parts angelangt. Wir haben immerhin die Taschenlampe jetzt vom Konstabler bekommen und wir sind jetzt hier dabei, ein Hieroglyphenrätsel zu enträtseln und wir stellen uns, glaube ich, an wie der erste Mensch. Ich weiß, dass ihr das schon wieder habt, die ganze Lösung. Also ich habe noch keinen so richtigen Plan. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.